Rebecca, warte! Entschuldige, aber was bildet dieser Typ sich eigentlich ein? Denkt er, er muss nur mit dem Finger schnippen und ich komme wieder angekrochen? Ich lasse Träume wahr werden. Da haben sich meine Brüder ja einen richtig tollen Zauberkünstler geangelt. Der wird LCL bestimmt retten. Ja, aber um ehrlich zu sein, interessiert mich das gerade überhaupt nicht. Du hast recht, mich auch nicht. Von dem bestimmt nämlich keiner mehr über mein Leben. Ja, aber du über meins, oder wie? Was ist jetzt mit dir los? Mit mir? Du verkündest da drin vor versammelter Mannschaft, dass wir zusammen nach New York gehen, ohne mich vorher zu fragen. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Es tut mir wirklich leid, ich wollte dich nicht überfahren. Ich wollte dem Typen nur klar machen, dass ich meine eigenen Pläne habe. Ja, einfach mal so nach New York ziehen, oder was? Ich fange da nicht von null an. Du weißt, ich habe da ganz viele Freunde und berufliche Kontakte. Und meine Wohnung, die ist seit letzter Woche auch wieder frei. Ach, das hast du alles schon gecheckt, oder was? Zwei Milchkaffee bitte, ja? Wann hattest du vor, mich zu fragen? Auf dem Weg zum Flughafen? Nein, eigentlich hat sich der Gedanke, nach New York zu gehen, erst vorhin richtig festgesetzt. Weißt du, als ich mit Lizzie telefoniert habe und sie mir gesagt hat, dass mein Lieblingsladen in der Stanton Street frei wird. Den willst du mieten? Das ist eine Traumlocation, Marlene. Ich könnte mich da selbstständig machen mit meinen Entwürfen. Ganz genau das, wovon ich in den letzten Tagen gesprochen habe. Moment. Du hast in den letzten Tagen von so unglaublich vielen Dingen gesprochen. Von Namibia und dann wieder Australien, von was weiß ich was noch allem. Aber das waren doch alles nur lose Ideen. Ich habe nichts davon ernst genommen. Vielleicht, aber ich schon. Wie, du hast nichts davon ernst genommen, wenn ich zu dir gesagt habe, dass ich was Neues aufmachen will und dass uns die ganze Welt offen steht? Als Urlaub, okay. Aber es war nie die Rede davon, dass wir hier plötzlich alle Zelte abbrechen. Im Gegenteil. Rebecca, ich finde, du solltest dir das mit LCL noch mal überlegen. Ich meine, wenn die dich zurückhaben wollen, dann ist es doch ein Zeichen, dass sie dich und deine Arbeit sehr schätzen. Ich soll also weitermachen wie bisher und einfach die Zähne zusammenbeißen wie du. Was ist aus deinen Träumen geworden, Marlene? Du sitzt gerade in diesem Job fest, ja, für den du total überqualifiziert bist. Und in deiner Freizeit, da versuchst du, die Rolle deiner Mutter zu übernehmen, um es allen recht zu machen. Hör zu, Rebecca. Ich weiß, dass in eurer Familie jeder nur an sich denkt. Aber in meiner ist das eben anders. Und aus diesem Grund werde ich meinen kleinen Bruder und meinen Vater sicher nicht im Stich lassen. Und wenn du unbedingt nach New York gehen musst, dann tu's. Aber tu's ohne mich. Die sind von Rebecca, sagen Sie? Ja. Ist mir ehrlich gesagt völlig unverständlich, weshalb Ihre Arbeit hier anscheinend nicht ausreichend gewürdigt wurde. Also ich glaube kaum, dass Sie das beurteilen können. Sie hat bestenfalls solide Arbeit hier abgeliefert, aber mehr nicht. Es mag ja sein, aber die Kollektion, die ich gesehen habe, die ist perfekt. Das ist genau das, was LCL jetzt braucht, um wieder ganz oben mitzuspielen. Die Kündigung scheint Sie zu ganz neuen Höhenflügen inspiriert zu haben. Ich habe jedenfalls noch nichts Vergleichbares von ihr gesehen. Wenn die alle so gut sind? Noch besser. Schön, dann holen wir sie eben wieder zurück. Ja. Genau daran liegt das Problem. Sie hat mir ziemlich deutlich gemacht, dass das für sie nicht in Frage kommt. Ach, das ist doch Blödsinn. Mehr Geld, mehr Mitarbeiter. Mit irgendwas kriegen wir sie schon. Naja, nachdem wir hinter ihrem Rücken den Vertrag mit Damien Wood gemacht haben. Warum haben wir sie eigentlich nie als das Aushängeschild von LCL behandelt? Gott, noch mal, weil das hier ein Unternehmen ist und kein Streichelzoo für irgendwelche sensiblen Künstlerseelen. Abgesehen davon, welche Alternativen hat sie denn? So bekannt ist sie auch nicht, dass ich die Jobs aussuchen kann. Wenn Rebeccas Kollektion wirklich so herausragend ist, dann kann sie damit auch bei der Konkurrenz landen. Und das hat uns gerade noch gefehlt. Sie will nach New York. Was? Ach, super. Sie will tatsächlich zurück nach New York und geht einfach davon aus, dass ich mitkomme, ohne mich vorher zu fragen. Das geht ja gar nicht. Ja, und das habe ich ihr auch genauso gesagt. Aber mal davon abgesehen. Hast du keine Lust, nach New York zu gehen? Ich meine, wenn mir Hermann so einen Vorschlag machen würde, ich hätte die Koffer gepackt, so schnell kann der nicht Bagel sagen. Naja, aber ich kann doch nicht einfach so nach New York ziehen. Warum nicht? Na, weil Tommy und Papa. Ich kann auch nicht die Familie im Stich lassen. Ist ja nett, dass du dich um alle kümmern willst. Aber so ganz alleine lässt du dich ja auch nicht, oder? Ja, und abgesehen davon, ich meine, was soll ich den ganzen Tag machen, während Rebecca ein Modelabel aufbaut? Makramee oder Pilates? Dir werden schon tausend spannende Ideen kommen, was du tun kannst. Wenn nicht in New York, wo dann? Was schlagen Sie vor? Wenn LCL bei den Fashion Days ganz groß auftrumpfen will, dann brauchen wir ihre Bäcker von Lahnstein und ihre Kollektion. Also holen Sie verdammt nochmal zurück. Und zwar besser heute als morgen.
Wir können Rebecca nicht einfach zur LCL zurückschleifen. Vielleicht versuchen wir es erstmal mit einer Entschuldigung. Wollt ihr ernsthaft springen, nur weil dieser Hellström pfeift? Ich meine nur für den Fall, dass ihr es vergessen haben solltet. Noch sagen wir hier, wo es hier lang geht. Wir haben aber leider keine Ahnung, wo wir hinwollen. Wer sagt uns eigentlich, dass der die Ahnung hat? Wir wissen noch nicht mal, was er die letzten zwei Jahre gemacht hat. Vielleicht hat er eine Pleite nach der anderen verursacht. Ja, vielleicht, aber seine Erfolge sind nicht von der Hand zu weisen. Und ohne Tanja brauchen wir dringend jemanden, der uns berät. Brauchen wir diesen Ratschlag auch, wenn er uns eine Stange Geld kostet? Wenn wir so kurzfristig den Vertrag mit Wood lösen, wird das richtig teuer. Und selbst wenn wir Rebecca zurück ins Boot holen sollten, sie will uns bluten sehen. Das würde jeder so an ihrer Stelle machen. Jetzt fragt mich nicht wieso, aber irgendwie vertraue ich diesem Typen und seinem Gespür. Der Kerl glaubt doch an das, was er sagt. Also was jetzt? Sind wir uns einig? Wir tun alles, damit Rebecca zurückkommt. Meinetwegen, versuchen wir es. Gut. Dann schlage ich vor, dass erstmal jemand mit ihr spricht. Ach, Leute. Na komm schon. Du findest raus, was ihre Bedingungen sind. Und ich checke, ob wir doch noch ohne großen Verlust den Vertrag mit Wood auflösen können. Ja, natürlich. Viel Glück. Moment, wo willst du jetzt hin? In die Rechtsabteilung. Jetzt warte mal. Was ist denn noch? Ich muss noch mal mit dir über Tanja reden. Dazu ist alles gesagt. Ich werde die Scheidung durchziehen, ob mit oder ohne deine Hilfe. Ich würde das Ganze ganz gerne innerhalb der Familie regeln. Aber wenn das nicht möglich sein sollte, greife ich auf einen Kollegen von dir zurück. Dr. Wilfried Böttinger, der Name sagt dir was. Wem nicht? Aber stell dich auf einen teuren Spaß ein. Soweit ich weiß, gewinnt Böttinger jeden Fall. Insofern dürfte es ihm ein leichtes sein, mich von meinen ehelichen Fesseln zu befreien. Dann weiß der sicher auch, wie sehr er die Öffentlichkeit liebt. Was soll's. Eva und ich sind schlechte Presse gewöhnt und Tanja wird sich wohl kaum daran stören. Ich bin sehr gespannt, wie du dieses unwürdige Spektakel deinem Sohn erklären willst. Du könntest es vermeiden. Du willst das wirklich durchziehen, oder? Ich hätte mich nie auf Tanjas Erpressung einlassen dürfen. Ich habe Eva damit schwer verletzt. Es ist mir völlig egal, was das jetzt kostet. Ich werde Eva glücklich machen. Du also. Hab mich schon gefragt, wer von euch kommt. Keine Chance? Ich habe gekündigt und ich stehe auch dazu. Das kannst du gerne Sebastian und Ansgar ausrichten und diesem komischen Wikinger, den ihr da eingekauft habt, auch. Dieser komische Wikinger ist ein großer Fan von dir. Er will dich um jeden Preis zurück. Okay, vergiss das um jeden Preis. Tore Dingsbums, wer ist das überhaupt? Tore Hellström. Er hat damals diesen Coup mit der Sommerkollektion im Eishotel gelandet. Ah, der ist das. Mein Boko hatte damals die besten Umsätze in der Firmengeschichte. Alle waren neidisch auf sein Konzept. Und du könntest für dieses helle Köpfchen arbeiten. Klingt doch reizvoll. Mit anderen Worten, ohne ihn hättet ihr mich gar nicht gefragt, ob ich zurückkomme. Okay, wir haben dich unterschätzt. Du weißt doch. Liegt in der Familie. Es tut mir leid und es tut Ansgar und Sebastian auch leid. Okay, reicht dir nicht. Ja, es tut mir leid, LCL. Gib mir nicht das, was ich suche. Meine Zukunft ist in New York. Hast du dir das gut überlegt mit New York? Ja, alles schon organisiert. Und Marlene, willst du ohne sie gehen? Sie hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie lieber hier bleiben will. Was mich nicht wundert, New York ist nicht irgendeine Stadt für sie. Es ist der Broadway und es sind die größten Musicalbühnen der Welt. Scheiße. Ich bin so ein Trottel. Ja, ich kann dich beruhigen, auch das liegt in der Familie. Aber davon abgesehen glaube ich sowieso nicht, dass es gut für sie wäre, jetzt zu gehen. Nachdem ihre Mutter gestorben ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du ohne sie gehen willst. Meinst du? Ich glaube nicht, dass du der Typ bist, der seine Karriere über sein Privatleben stellt. Mhm. Rebecca, wir brauchen dich bei LCL.
Du kannst sofort wieder anfangen, zu verbesserten Konditionen natürlich. Vergiss es. So schnell wirst du mich nicht los. Entschuldige, ich war total egoistisch und unsensibel. Allerdings. Und dann auch noch New York. Naja, gegen New York ist ja nichts einzuwenden. Im Prinzip. Ich dachte nur, dass... Was? Dass ich eine Nervenkrise kriege, weil mich New York an meine Zeit am Broadway und an das Ende meiner Karriere erinnert? Nein, Rebecca, darüber bin ich nun wirklich hinweg. Es gibt keinen Grund, bis zum Rest meines Lebens einen Bogen um so eine fantastische Stadt wie New York zu machen. Als Urlaubsort, wohlgemerkt. Ja, du hast recht. Wir müssen nicht weg. Wir können auch hierbleiben, bei deiner Familie. Hauptsache, wir sind zusammen. Weißt du, seit ich bei LCL gekündigt habe, da habe ich irgendwie das Gefühl, ich könnte einfach alles schaffen. Und diese Energie, die möchte ich gerne in was Neues stecken. Und irgendwie wünsche ich mir, dass es dir genauso geht. Eigentlich hast du recht. Na klar, es stimmt, ja. Ich trauere dem Singen jetzt nicht mehr jeden Tag hinterher, aber so was richtig Neues für mich habe ich auch noch nicht gefunden. Weißt du, der Job bei LCL, das macht mir Spaß, wirklich. Aber so ganz ausfüllen tut er mich nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich gerade überhaupt nicht, was ich eigentlich vom Leben will. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Komplizierte, egomane Designerin sucht kompetente, sexy Geschäftsführer für In-Label. Und Blondinen werden bevorzugt. Ach, weil sie denkt, dass sie mit Blondinen ein leichteres Spiel hat. Oder? Ja, genau. Ja, dass sie sich da mal nicht täuscht. Und? Hast du schon rausgefunden, ob es irgendeinen Schlupfloch im Vertrag gibt? Ich hatte bisher noch keine Zeit dafür. Ich dachte, wir haben eine klare Arbeitsaufteilung. Jetzt nerv mich nicht. Sag mir lieber, wie das Gespräch mit Rebecca gelaufen ist. Was glaubst du denn, wie es gelaufen ist? Sie hat keine Lust mehr, egal zu welchen Konditionen. Wir hätten diesen Boot niemals engagieren dürfen. Warum haben wir uns vorher eigentlich kein einziges Mal einen Entwurf von unserer eigenen Schwester angeguckt? Es gibt Hoffnung, dass sie doch noch zurückkommt. Wieso? Sie hat mir verraten, dass Marlene von ihrer New York-Idee gar nicht begeistert ist. Sie will in Düsseldorf bleiben. Ach, und jetzt glaubst du, dass Rebecca ihr zuliebe einlenkt? Jetzt komm schon. Das wird eine Weile hin und her gehen, Diskussionen, Tränen, das ganze Theater. Aber am Ende wird Rebecca ihre große Liebe nicht verlassen. Gut. Wenn Rebecca erstmal in Düsseldorf bleibt, dann können wir sie auch überzeugen, dass LCL sie braucht. Hast du das vorhin eigentlich ernst gemeint? Was denn? Dass ich Blondinen bevorzuge? Nein. Das habe ich schon gemerkt. Ich meine das andere. Mit der Geschäftsführerin? Ja. Und wenn? Dann würde ich sagen, dass ich glaube, dass wir auch da ein tolles Team werden. Das heißt, du könntest dir wirklich vorstellen, mit mir ein Modelabel aufzuziehen? Unter einer Bedingung. Welche? Wir sprechen alle Entscheidungen miteinander ab. Keine Alleingänge mehr. Okay, Frau Geschäftsführerin. Und wo bitte könnte man sowas besser aufziehen als in New York? Lass es uns tun, Rebecca. Lass uns zusammen nach New York gehen. Jetzt echt? Ja. Ich möchte aber nicht, dass du das nur mir zuliebe tust. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, stell dir mal vor, wir beide in Manhattan, der absolute Wahnsinn. Ich kann dir auch schon erste Skizzen von dem Ladenlokal zeigen. Weißt du, wie ich mir das so vorstelle und so. Kennst du eigentlich die Staten Street? Ach, Marlene, du wirst dieses Viertel lieben. Wäre es okay, wenn du einen Gang zurückschaltest?
Weißt du, ich muss erst mal mit dem Gedanken klarkommen, dass wir beide nach New York gehen. Und mir überlegen, wie ich es meiner Familie sage. Ja, alles gut. Du gibst das Tempo vor. Du bist der Boss. Hab ich dir doch gesagt. Leg dich nie von denen.